Um Töne zu erzeugen, kann man einen Piezo-Lautsprecher verwenden. Er wandelt elektronische Frequenzen in Schallwellen um. Durch schnelles An- und Abschalten, sogenanntes Pulsen, einer Spannung können unterschiedliche Schallwellen produziert werden. Hier starten wir gleich etwas komplexer und bauen einen Piezo-Synthesizer. Der Programmtext verarbeitet zwei Parameter, die von dem Potentiometer eingelesen werden. Das eine Potentiometer beeinflusst die Tonhöhe und das zweite die Periodendauer einer sich wiederholenden langsamen Frequenz, die für eine Tonhöhenänderung sorgt. Eigene Methode. Die Play-Methode ist eine eigene Methode. Eigene Methoden bieten sich immer an, wenn eine bestimmte Aufgabe immer wieder bearbeitet werden soll. In diesem Fall wird ein Argument übergeben und stellt mit dem Variablennamen myDelay innerhalb dieser Methode zur Verfügung. Aufgerufen wird sie mit Play Wert.